Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Es ist Hordenacht. Ich bin jetzt definitiv gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass unsere Verteidigung hier nicht ausreichen könnte. Ich habe normalerweise auf 16 Zombies eingestellt. Das wird hoffentlich jetzt nicht das wird hoffentlich jetzt nicht allzu kompliziert. Ich weiß halt nicht, sind das viele, sind das nicht viele? Ich weiß nicht, wie das in der Alpha 15 so im Standard war. Ich weiß nicht, wie viele sind da gekommen. So, zum Zählen war das nicht einfach. Wer hätte Fackeln machen können? Von wo kommen sie? Oha! Ja, okay. Das sind schon ein paar. So. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich schieße. Da müssen wir uns definitiv auch drum kümmern. Aber ich habe halt noch gar keine Tiere gesehen, ne? Komm, geh kaputt. Sind da auch Zombies? Ne? Da. Da ist einer. Hallo. Komm, geh kaputt. Mach es dir nicht so schwer und mir nicht so schwer. Genau. So. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass wirklich 16 Zombies auf einmal gleichzeitig kommen. Aber die Spikes machen die Zombies ziemlich gut kaputt, ne? Das ist schon krass. So. Wo schlagt ihr gegen? Ich hoffe, die schlagen jetzt nicht gegen meinen Wohnwagen, ne? Das wäre ja die Pest. Da kommt einer. Oh, ich sehe nichts. Für euch ist das, glaube ich, noch dunkler als für mich. Däh. Da höre ich welche. Da. Genau da. Da sind zwei Stück. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob ich hier die Mauer bis unten hingezogen habe oder nicht. Ich hoffe ja, denn hier haben sie ja schon ziemlich gut an den Wohnwagen geschlagen. Und ich will jetzt nicht unbedingt, dass die dort irgendwie die Mauer durchschlagen.
Boah, musst du so hyperaktiv sein? Es ist schon dunkel und dann rennst du so dauernd im Kreis. Das macht das Treffen nicht unbedingt einfacher. Geh kaputt. Du lebst noch? So. Wo bist du? Ich sehe dich unter den Leichen nicht. Ach komm. Da habe ich dich getroffen, oder? Ich glaube, die schlägt da ein. Ja. Ich sehe dich nicht. So. Komm, geh kaputt. So. Da sind keine mehr, ne? Boah, ey, Tante. Das ist schon schwierig, ne? Wow. Ich sehe einfach überhaupt nichts, ne? Ich sehe da ein paar Gestalten sich bewegen, aber um die jetzt wirklich genau zu treffen. Ich muss für die nächste Horde definitiv Fackeln aufstellen. So, dich habe ich wieder getroffen. Da sind einfach so viele auf einem Haufen. 3 oder 4 Stück auf einem Haufen und ich erkenne überhaupt nicht. So. Die scheint jetzt tot zu sein. Ach komm, Leute. Das ist ja doof. Okay, da bewegt sich auch einer. Wieso rennt ihr alle da in den Haufen rein? Komm, ich bewege mich jetzt etwas hierhin. So, schlagen Sie. Ja, der Loot geht verloren. Aber so können sie dann durch die Spikes rennen. Genau. Krankenschwester, geh kaputt. Du machst meinen Loot kaputt, blöde Krankenschwester. So. Boah, ich habe ganz schön viele Pfeile verbraucht, ne? Wie viele hatte ich? Waren das 200 und etwas oder 300? Was das jetzt? Da rennt noch einer. Okay. Hier liegen ganz schön viele Leichen rum. Da hinten ist er.
Ich werde ihn aber nicht treffen können. Vielleicht so? Nee. Nee, das hat so keinen. Ups, das hat so keinen Sinn. Hast du dich jetzt doch umentschieden? Ich habe hier drunter keine Mauer. Bist du tot? So, ich gehe jetzt wieder hier hin. Genau. Kommt hier hin. Hier sind noch Spikes, die auf euch warten. Da kommt eine. Genau. Ja, die Spikes machen die Zombies ganz schön schnell kaputt. Also. Joa. Ich habe zwar ganz schön viele Pfeile verbraucht. Nee, nee, nee. Das war meine größte Befürchtung. Das war meine größte Angst, dass ein Spider kommt. Da ist er. Ich könnte einen neuen Bogen gebrauchen. Der Himmel ist mega schön. Nee, keine Spiders, ich mag die nicht. Ich will die nicht. Keine Spiders. Tot. So, noch ein Level, dann sind wir 20, dann können wir wieder Punkte in unsere Werkzeuge setzen. Dann haben wir 200er Werkzeug. Ehrlich jetzt? Muss das sein? Was war das für ein Geräusch? Das war ja richtig eklig. Boah. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle, ne? So. Jetzt kommt ja aber wirklich ein Spider nach dem anderen, ne? Das finde ich nicht cool. Wo? Wo ist der? Boah, wie das sich anhört. Hier kommen die ja nicht hoch, oder? Ist er tot? Ich denke ja.
Bist du immer noch da? Wo ist der? Der lebt doch noch. Ja, und wo bist du? Komm doch. Boah, ey. Scheiße. Was sind das für Geräusche? Klingt ja grausam. Es wird Zeit, dass 4 Uhr ist. Ich will den loswerden. Ich mag diese Geräusche nicht. Ich mag die Spiders allgemein nicht. Wie kann das sein, dass der... Ich sehe den halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich gehe mal da lang. Vielleicht rennt er in die Spikes, die hier noch stehen. Genau. Jetzt dürfte er eigentlich tot sein, glaube ich. Okay, wo kommt jetzt noch ein Zombie? Genau. Die rennen wirklich alle dahin. Nein, mein Loot! Du Doofnuss. So. Jetzt Ruhe? Ich gehe so. Oh. Wir haben die erste Horde überlebt. Es war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Das beruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Sie haben ganz schön Schaden angerichtet, aber es war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. So, wir fangen hier an. Yay, eine Feder. Schade, dass wir es nicht geschafft haben, bis Level 20 zu kommen. Ansonsten hätten wir uns jetzt schon... besseres Werkzeug herstellen können. Aber naja, so ist das jetzt auch okay. So. Ich bin froh, dass keine Geier gekommen sind in dieser Horde. Also während dieser Horde. Das wäre die Pest gewesen. Das wäre grausam gewesen. So. Oh, ich bin froh, dass wir die Horde jetzt hinter uns haben. Das war ein ganz schöner Stress.
Ich habe mir viele Sorgen gemacht, obwohl es gar nicht mal so schlimm war. Oha. Der hat ganz schön zugeschlagen. Ich habe nicht mal. Ich habe kein verstärktes Stahl mehr an dieser Stelle. Genau das war die Befürchtung, die ich hatte. So. Hier waren die Spikes ganz schön schnell weg, ne? Sie haben die Zombies zwar gut kaputt gemacht, aber sie waren auch schnell weg. So. Und ich hoffe, dass wir jetzt bis zur nächsten Feralnacht etwas mehr überhaupt mal Tiere sehen. Damit wir an Tierfett kommen und uns Fackeln herstellen können. Denn die nächste Feralnacht, da will ich nicht mehr so im Dunkeln rumhocken wie jetzt gerade. Das ist nicht toll. Wenigstens leveln wir jetzt hier so unser Klingenskill. So. Ansonsten hat das Ganze eigentlich ziemlich gut standgehalten. So. Oh, Hund. Ja, gut. Toll. Ich wollte sagen, Honig. Ich weiß nicht mal mehr, ob wir noch einen hatten oder nicht. So. Da ist noch einer. Moment, Quality Joe, kann ich den schon? Plünderung auf 20 und da habe ich wie viel? 15. Der Loot ist eben schrascht. Ist nicht dick, ne? Ihr werdet mich hassen, aber ich mache es jetzt einfach so. So. Nur Scheiße dabei. Ah, wenigstens ein Zombie dabei, der etwas Besseres hat. Das Ganze hat sich ja extrem in Grenzen gehalten, ne? Also der Loot. Da habe ich mir Besseres vorgestellt, ne? Ich mache mir ein besseres. Nee. Rezepte. So. Da habe ich wirklich gedacht, dass der Loot etwas besser sein wird. Naja. Etwas Positives hat es ja. Wir könnten uns jetzt 6 Fackeln machen.
6 Fackeln. So viele Leichen. Und da kommt einfach nur so wenig raus. Ich habe extra das Knochenmesser geholt, um mehr rauszukriegen, und ich habe nur 6 Tierfett bekommen. Naja, naja. Ist halt so, ne? Ist halt so. Na, hallo? Wenn ich nicht da entlang komme, dann mache ich es halt so, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. So, das kann hier rein. Das kann auch hier rein. Dann Waffe. Dahin. Munition dahin. Das hier hin. Das kommt dahin. Da ist wirklich nichts Gutes dabei gewesen, außer die Waffe. Naja, wenigstens haben wir ein bisschen skillen können, ne? Aber ansonsten... bin ich nicht wirklich zufrieden mit dem ganzen Loot. Und für sowas habe ich in den... für die letzten Zombies noch... 11 Punkte verbraucht. Nee. 13 sogar. Tja. Das kann noch hier rein. Ich lege jetzt einfach erstmal alles in die Kisten, damit ich da jetzt ordentlich sortieren kann. Das kann auch hier rein. Genau. So. Dann hier. Alles, was hier nicht reingehört, sind das hier. Das hier. Das. Das. Das, das, das. Das hier, das. Das kommt in die Waffenkiste, das auch. Das kommt zum Einschmelzen. Das kommt für den Händler. Das kommt eben in die Waffenkiste. Händler, Waffenkiste. Händler. Einschmelzen, einschmelzen. So. Händlerkiste. So. Einschmelzen. Hier, hier, hier. Das, 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 das. Genau. Essen und Trinken hier. Das auch. Händlerkiste noch das hier. Waffenkiste das, das, das. Essenskiste das hier. Oder habe ich das woanders hin gemacht? Nee, ne? Das hier kann ich auch verkaufen, da ich das schon kenne. Genau. So. Und das hier ist dann wieder schmelzen. Okay, gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schade, dass wir jetzt nicht Level 20 geworden sind. Aber so schlecht ist das Ganze ja gar nicht mal. So, das hier kann ich reparieren. So. Dann kommt das jetzt wieder so. Genau. Der eine kommt da rein,
Das kann hier hin, die kann ich benutzen. Nee, nicht dahin, sondern dahin. Sehr gut. Wir werden uns noch was einziehen. So. Bisschen was essen. Genau. Das hier noch. Eine gekochte Kartoffel haben wir nicht mehr, ne? Machen wir das so. Genau. Und hier haben wir ja auch noch ein bisschen was zum Trinken. Genau. So. Bevor wir jetzt die Folge beenden, würde ich gerne noch das Feld ernten. Es hat trotzdem funktioniert. Oh, Gott sei Dank. Es hat trotzdem funktioniert. Sehr schön. Dann machen wir hier die Hälfte 15. So. Rezepte 10. Hier Rezepte 10. Und hier Chrysanthemum 10. Sieht, das kann hier hin und du kommst dahin. Okay, sehr cool. So, ich pflanze das jetzt so hier an. Genau. Ein Glück hat das so trotzdem noch funktioniert. Wäre mega scheiße gewesen, wenn das jetzt nicht geklappt hätte. Ich weiß jetzt nicht, ob das eins zu weit ist oder nicht. Naja, bei Golden Rod ist das ja noch nicht so schlimm. Solange Kartoffeln gut funktionieren, ist das mir jetzt noch egal. Das müsste eigentlich noch funktionieren. Das ist ja noch drauf. So. Sehr schön. Dann haben wir wieder ein bisschen Chrysanthemum, habe ich vergessen. Die können wir auch noch anpflanzen. Genau, wer es auf der Straße wird, der sowieso nicht gehen, dann ist der Kasten rot. So. Perfekt. Reparaturen und so machen wir in der nächsten Folge. Das mache ich jetzt nicht mehr jetzt. Also mache ich jetzt nicht mehr. Genau. Holz habe ich auch keins mehr, ne? Doch noch ein bisschen. Ups. Kommst hier hin. Gut. Dann schmeißen wir hier noch Holz rein. Wir haben ein bisschen Eisen. Habe ich auch noch Clay über? 35. Ist okay so. Aber Eisen muss definitiv wieder rein. Dann lassen wir das anlaufen. Hier haben wir. Genau. Wir haben Forged Iron. Das kommt hier rein. Sehr gut. Somit würde ich behaupten, wir pausieren das Spiel. Das war's für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Also, ich freue mich gerade, dass wir die erste Horde hinter uns haben. Die Aufregung war eher, glaube ich, aus dem Grund, weil es halt die erste Feralnacht der Alpha 16 war. Ich finde, das war ganz okay so. Es war nicht so schwer, wie ich mir vorgestellt habe.
Also die erste Welle war schon etwas heftiger, da waren wirklich die 16 oder 24 Zombies wirklich auf einen Haufen gekommen und danach ging es eigentlich. Also ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Horde, außer der Loot. Der ist richtig scheiße gewesen. Der hätte definitiv besser ausfallen können. Aber vielleicht wird der Loot der nächsten Horde etwas besser. So, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!